Wie lehrt Ivo Sasek Erziehung? Ein Baum soll an seinen Früchten bemessen werden. Sind folgende drei Berichte von Kindern und ihren Eltern die Frucht von Prügel? Sie stehen stellvertretend für 100 andere und wurden, völlig unabhängig von den aktuellen Medienschmierereien, aus eigenem Antrieb für den öffentlichen Rundbrief der OCG geschrieben und eingereicht. Warum funktioniert ein Ameisenstaat so gut, dass wir Menschen immer wieder mit großer Faszination das Zusammenwirken der Ameisen bewundern und untersuchen? Forscher haben herausgefunden, dass eine Ameise ohne große Belehrung immer instinktiv genau weiß, was sie zu tun hat. Darum funktioniert der Ameisenstaat so hervorragend. Dies aber nur, solange sie sich in einem sogenannten Sendebereich des eigenen Ameisenstaates aufhalten. Verlassen sie diesen, verlieren sie auch gleichsam ihre Intuition und Begabungen. Diese Wirklichkeit und was sie für uns bedeutet, hat Ivo am letzten internationalen Freundestreffen erklärt. Wir Menschen können uns nämlich auch in diesem sogenannten Sendebereich aufhalten, wenn wir unter der göttlichen Führung im Organismus leben. Anders als die Ameisen können wir uns jedoch bewusst dafür oder dagegen entscheiden. Sind wir unter dieser göttlichen Navigation, wissen wir von Moment zu Moment, was zu tun ist. Dass dies nicht nur bei den erwachsenen Menschen so ist, möchten wir euch anhand eines persönlichen Erlebnisses zeigen. Neulich erlebten wir als Mütter mit unseren kleinen Ameisli, beide 4 Jahre, ein großes Wunder. Als wir Mamis telefonierten, wollten unsere beiden Kinder unbedingt schnell am Telefon miteinander sprechen. In diesem kleinen »Hallo, wie geht es dir?« lösten sie gemeinsam eine Unruhe auf göttliche Art auf. Ganz alleine und so unkompliziert, sodass wir Mamis nur noch staunten. Wir wussten nämlich gar nichts von diesem Zwischenfall, welcher sich im Freundestreffen ergeben hatte. Anscheinend hatte dort eines unserer beiden Kinder einfach, ohne zu fragen, etwas von einem dritten Kind weggenommen. Es gab dann dort vor Ort noch eine zweite Uneinigkeit. Die Kinder sprachen mutig und herzlich, ohne den anderen zu verklagen, ihre Unruhe an, entschuldigten sich für ihre kleinen Fehler, bedankten sich dafür gegenseitig und alle Herzen hatten einen spürbaren Frieden. Wir Mamis konnten nur noch aus Freude lachen und Gott danken, wie wunderbar er sich durch die Kinder zeigte. Es löste in uns allen einen Frieden und Glückseligkeit aus. Gott gab uns durch dieses kleine Ereignis ein Beispiel dafür, wie einfach sich die Dinge lösen, wenn wir uns nur im Sendegebiet unter seiner Liebe und seiner Führung Navigation aufhalten. Dann weiß jeder, und zwar vom Kleinsten bis zum Größten, was im jeweiligen Moment oder in der jeweiligen Situation zu tun ist. Dana und Saskia mit Annalena und Cheveo. Hallo, einmal war ich beim Abendessen sehr unruhig. Ich stand immer wieder auf und spielte mit meiner kleinen Schwester Anna Luisa, die im Hochstuhl saß. Obwohl Mama und Papa etwas sagten, hörte ich nicht gleich. Das zog alle runter. Doch als wir fertig gegessen hatten, machte ich im Herz eine Wendung. Ohne dass mir jemand etwas sagte, räumte ich ganz schnell alleine den Tisch ab, machte den Abwasch, trocknete ab, machte die Küche ganz blitzeblank sauber und kehrte sogar noch das Esszimmer. Mama konnte in dieser Zeit meine kleine Schwester ins Bett bringen und als sie wiederkam, freute sie sich sehr. Ich war im Herzen ganz glücklich und Mama gab mir einen großen Schmatzer. Auch mein Papa gab mir einen Schmatzer